letzten Video haben wir uns mit der Einordnung der Fortsetzungsfeststellungsklage und der Fortsetzungsfeststellungsklage als statthaften Klageart beschäftigt. Jetzt wollen wir uns die besonderen Sachentscheidungsvoraussetzungen genauer anschauen. Da die Fortsetzungsfeststellungsklage ja die erledigte Anfechtungsklage fortführt, kann man sich an den besonderen Sachurteilsvoraussetzungen der Anfechtungsklage orientieren. Im Einzelnen geht es um die Klagebefugnis, das Erfordernis eines erfolglosen Vorverfahrens, die Klagefrist und das Fortsetzungsfeststellungsinteresse. Eine besondere Sachentscheidungsvoraussetzung ist die Klagebefugnis. Auch bei Erledigung des Verwaltungsaktes ist eine Klagebefugnis nach § 42.2 analog VWGO notwendig. Die Erledigung darf nicht dazu führen, dass eine ursprünglich unzulässige Anfechtungsklage plötzlich in eine zulässige Fortsetzungsfeststellungsklage umgewandelt werden kann. Zudem bedarf es der Klagebefugnis, um Popularklagen auszuschließen. Hat sich der Verwaltungsakt nach Klageerhebung erledigt, gelten die gleichen Zulässigkeitsvoraussetzungen wie bei der Anfechtungs- und Verpflichtungsklage. Eine unzulässige Klage kann nicht fortgeführt werden. Deswegen muss ein erfolgloses Widerspruchsverfahren durchgeführt worden sein. Erledigt sich der Verwaltungsakt aber vor Klageerhebung, dann kommt es darauf an, wann genau sich der Verwaltungsakt erledigt hat. Generell kann ein bestandskräftig gewordener Verwaltungsakt nicht Gegenstand einer Fortsetzungsfeststellungsklage sein. Das heißt, dass die Klage unzulässig ist, wenn sich der Verwaltungsakt nach Ablauf der Widerspruchsfrist erledigt. Erledigt sich der Verwaltungsakt jedoch vor Klageerhebung und vor Ablauf der Widerspruchsfrist, muss man sich fragen, ob es noch Sinn macht zu fordern, dass der Kläger gegen den erledigten Verwaltungsakt Widerspruch erhebt. Dafür könnte sprechen, dass auch die Behörde die Rechtswidrigkeit des erledigten Verwaltungsaktes feststellen kann und man die Gerichte dadurch entlasten könnte. Allerdings dient das Vorverfahren unter anderem dazu, Behörden eigene Fehler zu korrigieren. Das ist bei erledigten Verwaltungsakten jedoch nicht möglich. Stellt die Behörde fest, dass ihr Handeln rechtswidrig war, hat diese Feststellung außerdem nicht die gleiche Bindungswirkung wie die eines Urteils nach § 121 VWGO. Es erscheint also sinnvoller, kein Widerspruchsverfahren zu fordern, wenn der Verwaltungsakt sich schon vor Ablauf der Widerrufsfrist erledigt hat. Bei der Anfechtungsklage muss gemäß § 74.1 VWGO eine einmonatige Klagefrist eingehalten werden. Aber gilt diese Anforderung auch für die Fortsetzungsfeststellungsklage? Auch hier hilft der Merksatz: Ein bestandskräftiger Verwaltungsakt kann niemals zulässiger Gegenstand einer Fortsetzungsfeststellungsklage sein. Wenn sich der Verwaltungsakt nach Klageerhebung erledigt, ist also die Einhaltung der Klagefrist nötig. Wurde die ursprüngliche Anfechtungsklage nicht fristgerecht eingereicht, führt das automatisch auch zur Unzulässigkeit der Fortsetzungsfeststellungsklage. Erledigt sich der Verwaltungsakt vor Klageerhebung, kommt es wieder auf den Erledigungszeitpunkt an. Erledigt sich der Verwaltungsakt nach Ablauf der Klagefrist, also nachdem der Verwaltungsakt bestandskräftig geworden ist, ist auch die Fortsetzungsfeststellungsklage unzulässig. Problematisch ist wieder der Fall, in dem die Erledigung vor Klageerhebung und vor Ablauf der Klagefrist eintritt. Für eine analoge Anwendung des § 74.1 VWGO könnte sprechen, dass die Behörde auch hinsichtlich erledigter Verwaltungsakte ein Interesse an Rechtssicherheit hat. Dagegen spricht aber, dass der Zweck des § 74.1 VWGO, die Bestandskraft von Verwaltungsakten zu sichern, nicht mehr erreicht werden kann. Der Bestand eines erledigten Verwaltungsaktes kann nicht gesichert werden. Gegen die Anwendung von § 74.1 VWGO spricht zudem, dass § 113.1.4 VWGO auch keine Frist für den Antrag vorsieht, mit dem die Anfechtungsklage in eine Fortsetzungsfeststellungsklage umgewandelt wird. Kommen wir zur letzten, besonderen Sachentscheidungsvoraussetzung, dem Fortsetzungsfeststellungsinteresse. Da sich der streitgegenständliche Sachverhalt ja schon erledigt hat, muss der Kläger ein besonderes Interesse an der weiteren Feststellung haben, denn sonst würde sich der Aufwand des Gerichtsverfahrens nicht lohnen. Von der Rechtsprechung wurden drei Fallgruppen entwickelt. Das Präjudizitätsinteresse für einen zivilgerichtlichen Schadens- oder Entschädigungsprozess, das Wiederholungsvorbeugungsinteresse
und das Rehabilitationsinteresse. Das Präjudizialitätsinteresse greift bei der Vorbereitung eines Amtshaftungsprozesses. Der Kläger soll die Möglichkeit haben, die Früchte des bereits laufenden Verfahrens zu ziehen und nicht wegen Erledigung wieder von vorne beginnen zu müssen. Er kann also die gerichtliche Feststellung des Verwaltungsaktes vom Verwaltungsgericht verlangen, um vor den Zivilgerichten dann nur noch über Adressat und Höhe des Ersatzanspruches streiten zu müssen. Das gilt natürlich nur, wenn sich der Verwaltungsakt nach Klageerhebung erledigt hat. Erledigt sich der Verwaltungsakt, bevor die Klage erhoben wurde, ist es prozessökonomischer, wenn der Kläger seine Amtshaftungsansprüche direkt vor den Zivilgerichten geltend macht. Das Wiederholungsvorbeugungsinteresse liegt vor, wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die rechtfertigen, dass sich der hier strittige Sachverhalt wiederholen könnte. Die Anforderungen hierfür sind nicht sehr streng. Das Rehabilitationsinteresse liegt vor, wenn der Verwaltungsakt einen diskriminierenden Charakter hatte und sich aus dieser Diskriminierung eine Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts des Betroffenen ergibt. Dann kann ein besonderes Interesse daran bestehen, dass die Sache trotzdem noch entschieden wird. Das ist zum Beispiel bei einer publikumswirksamen polizeilichen Identitätsfeststellung der Fall. Außerdem reicht alternativ auch eine ehrenrührige Wirkung des Verwaltungsaktes. Darüber hinaus besteht ein Fortsetzungsfeststellungsinteresse, wenn ein tiefgreifender Eingriff in Grundrechte vorliegt. Ein Teil der Lehre ist der Ansicht, dass ein solcher Grundrechtseingriff nicht tiefgreifend sein muss, weil Artikel 19.4.1 Grundgesetz nicht nach der Tiefe des Eingriffs unterscheidet. Außerdem ist es schwer, einen Maßstab für die Tiefe eines Grundrechtseingriffs zu bilden. Jede staatliche Freiheitsbeeinträchtigung greift zumindest in die allgemeine Handlungsfreiheit aus Artikel 2.1 Grundgesetz ein. Würde man einen solchen Eingriff also schon ausreichen lassen, so würde das berechtigte Interesse als Sachentscheidungsvoraussetzung komplett leerlaufen. Die Grundrechtsbeeinträchtigung muss also entweder noch fortdauern oder der Kläger muss ein schutzwürdiges Interesse an der Klärung der Rechtmäßigkeit besitzen. Wenn ein Hoheitsakt also üblicherweise nach dem typischen Verfahrensablauf auf eine kurze Zeitspanne beschränkt ist und sich schnell erledigt, dann ist es dem Betroffenen so gut wie unmöglich, gerichtlichen Rechtsschutz zu erlangen. Hier besteht für den Betroffenen in der Regel ein Rehabilitationsinteresse, da der Betroffene ansonsten keine Chance hätte, sein Rechtsschutzinteresse geltend zu machen und durchzusetzen. Das ist besonders im Polizei- und Ordnungsrecht sowie im Versammlungsrecht relevant. Fassen wir zusammen. Die besonderen Sachentscheidungsvoraussetzungen sind grundsätzlich Klagebefugnis, erfolgloses Vorverfahren, Klagefrist und Fortsetzungsfeststellungsinteresse. Bei der Frage, ob ein erfolgloses Vorverfahren und die Klagefrist erforderlich sind, ist einiges streitig. Merkt euch hier die Faustregel. Ein bestandskräftiger Verwaltungsakt kann niemals Gegenstand einer Fortsetzungsfeststellungsklage sein. Damit sind wir jetzt auch schon am Ende des Zweiteilers zur Fortsetzungsfeststellungsklage. In der Beschreibung ist wieder ein Link, mit dem ihr euer Wissen testen könnt. Wir hoffen, dass wir etwas Licht in die Dunkelheit der prozessualen Probleme der Fortsetzungsfeststellungsklage bringen konnten.